Für viele ist dieser Kuchen ein Träumchen. Andere sagen, nee, habe ich einmal gemacht, mache ich bestimmt nicht wieder. Hefekuchen, wie er garantiert gelingt, das erfahren Sie heute bei uns. Hier ist Lust auf Backen. Hannes, so ein Hefekuchen, also ich meine, so ganz ohne ist es doch nicht, oder? Nein, es ist nicht schwer, aber auch nicht leicht. Man muss es einfach richtig machen, man muss die richtige Mischung finden und so die kleinen Tricks kennen und dann klappt's. Ganz zentral ist, glaube ich, die Temperatur, oder? Temperatur ja, bei von der Milch. Das ist das große Weber-Geheimnis. Ich verwirre damit auch immer die komplette Zuschauerschaft. Ich weiß es, aber das hat seine Berechtigung und ich kann es immer nur wieder predigen. Und eben, wenn es dann doch nicht klappt, dann liegt es meistens an diesem kleinen Quäntchen. Temperatur war zu warm, Teig wird trocken und dann klappt es nicht. Also wir klären es jetzt eins nach dem anderen. Wir fangen an und haben in einer leeren Schüssel was hinein zu tun. Mehl. Typ 55. Mhm. Auch beim Hefeteig ist wichtig, dass das Mehl nicht zu alt ist. Also es sollte so die optimale Verarbeitungszeit für Mehl haben. Das ist ungefähr 6 Wochen nach dem Mahlen und nicht viel älter wie 6 Monate. Also nicht bitte Mehl kaufen und ewig liegen lassen im Küchenschrank, sondern einfach gucken, dass es von der Zeit passt. Also Mehl kaufen und auch verarbeiten. Ja. Folge. Und ein Ei gehört natürlich rein, bringt uns Bindung. Für so einen Hefestreusel, Zwetschgenstreusel oder auch die Dresdner Eierschecke muss der Hefeteig nicht so ganz schwer sein. Das heißt, Butter und Zucker spielen jetzt heute nicht die tragende Rolle. Machen wir gerade ein Päuschen, mal in aller Breite nochmal. Wir machen Zwetschgenstreusel, juhu, Zwetschgen. Und wir machen die Dresdner Eierschecke. Ja, Schecke, nicht Schnecke, ist eine Spezialität. Du bist die Schnecke und wir machen die Schecke. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Also, Ei ist im Mehl, Butter ist dazugekommen, schon ein bisschen weich, es soll so sein. Ja, dann mischt er sich schöner unter das Mehl. Mhm. Salz, immer abgewogen, nicht in Prise, 2% aufs Mehl. Mhm. Dann Honig. Wer hat denn das erfunden mit diesen Prozenten und diesen Abmessungen? Ist das Backen ist rechnen. Also Backen ist nicht irgendwie, ich schütte was zusammen und dann passt und dann schmeckt, sondern Backen funktioniert nur, wenn die Formeln zueinander stimmen. Butter zu Mehl, Milch zu Salz und so weiter und so fort. Okay, also und die Hefe, Salz in dem Fall. Wir haben heute echt moderne Hefen, also das heißt triebstarke Hefen, nicht mehr so wie früher. Die brauchen wir nicht irgendwie auflösen oder anhefeln oder sowas, sondern einfach mit dem Teig geben. Und dem Teig lieber noch genügend Zeit lassen, dass es schön reifen kann. Ich kenne das so mit diesen Mehlhäufchen, dieser Mulde, wo man dann das Ei reinmacht und die Milch und die Hefe reinbröckelt. Das hier ist ja geht auch, fire and forget. Aber man muss dann relativ lang kneten von Hand und das ist wirklich richtig anstrengend. Aha. Und das ist ganz wichtig. Ein großer Grund, dass der Teig einfach gut wird und das Gebäck toll wird, ist, dass man diesen Teig ausreichend knetet. Mhm. Und das ist von Hand wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das kann man jetzt so in der Maschine machen? Genau, in der Maschine machen. Das ist einfach mal klar. Wer jetzt Lust hat, da hier Vollgas zu geben, geht auf alle Fälle. Aber die Maschine ist da einfach optimaler. Mhm. Ganz wichtig, der Teig sollte nicht über 25 Grad warm werden. Das war eben das, was du vorher auch schon betont hast. Die 25 Grad Teigtemperatur, die sollten wir nicht überschreiten. Und deshalb habe ich hier kühle, kalte Milch aus dem Kühlschrank, schütte die da rein. Mhm. In einem Hefeteig gehört für mich dazu immer, du darfst mir gerade die Vanilleschote noch auskratzen, ein bisschen Zitrone. Jetzt musst du das aber erklären, weil jetzt denken die Zuschauer vielleicht, oder zumindest einige, ja wie, warum eiskalte Milch 25 Grad, ist dann nicht eiskalt. Was passiert denn mit dem Teig in der Maschine? Der Teig soll 25 Grad haben. Mhm. Und die Milch nehme ich ganz kalt, damit der Teig jetzt beim Kneten, wenn er geknetet wird, wenn er sich leicht erwärmt durch die Knetung, dass er nicht über die 25 Grad geht. Also mein Mehl hat zum Beispiel so 20 Grad Temperatur, wenn es aus der Küche kommt, oder? Mhm. Und jetzt nehme ich die Milch mit 10 Grad, dann habe ich so hinterher eine Temperatur von 18 Grad. Mhm. Und durch dieses Kneten wird der Teig warm. Reibung erzeugt Wärme. Und da kann ich eben gegensteuern, dadurch, dass ich die Milch ein bisschen kühler verarbeitet habe. So, wir werfen nichts weg mit der leeren Vanilleschote. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem, da kann man das Ganze zum Zucker in ein Glas geben und dann hat man super Vanillezucker nach einer gewissen Zeit. Ja. Ich habe was gelernt. Hä? Hast hoffentlich zu Hause auch ein schönes Döschen mit dem, also wirklich genialer Zucker. Ja, auch wenn du Pudding kochst oder so, kannst du ihn verarbeiten, ist genial. Ab in die Maschine. Wichtig ist jetzt am Anfang 10 Minuten langsam kneten und dann 2, 3 schnell. So.
Der hat's hinter sich. Jetzt, warum war das langsam anschlagen und danach schneller? Also Kneten besteht letztendlich aus zwei Phasen. Erstens eine Mischphase, wo sich die ganzen Rohstoffe miteinander verbinden. Und zweitens die eigentliche Knetphase. Die beginnt zwar auch schon im langsamen Gang, aber es geht einfach mit dem schnellen Gang besser. Letztendlich ist es so wie bei einem Eischnee, den ich aufschlage. Wenn ich Eischnee schlage mit der Maschine, entsteht ein Schnee, ja, das wird fest. Und da drin ist auch ein Eiweiß und das muss ich irgendwie schlagen, damit der Teig richtig schön zusammenhält und vor allem hinterher das Gas halten kann, das die Hefe entwickelt. Und man sieht jetzt in dem Teig toll, schau an, da bildet so ein Fenster und wenn mich die Kamera durchsieht, dann ist es gut. Also man sollte ihn schön ziehen können, ja, und dann ist er gut. Der Teig ist jetzt super. Der hat jetzt alle Voraussetzungen, ein guter Hefeteig zu werden. Also es aber war auch nachweislich bis hier einfach und nachvollziehbar. Die kalte Milch, alles andere war zimmerwarm, haben wir gesagt. Und dann einfach ein paar Minuten ankneten, vermischen und fertig ist die Laube. Ja. Dem Teig fehlt jetzt aber das Aroma. Und damit der Teig ebenfalls, gibt schon mal die Schüssel, da sieht man es toll, Aroma kriegt, tue ich den jetzt in die Schüssel rein, abdecken, Frischhaltefolie. Du hast mich ja schon vorher gefragt, warum nimmst du immer Frischhaltefolie? Genau, ich habe was mit Geschirrhandtuch versucht, hier schon im Vorfeld der Sendung abzudenken. Halt, weg, geht Frischhaltefolie, nicht. Warum? Das Geschirrhandtuch nimmt Feuchtigkeit auf. Und ich möchte jetzt wirklich schauen, dass dem Teig keine Feuchtigkeit entzogen wird. Also ich tue den in die Schüssel und am besten lasse ich ihn jetzt eine Nacht reifen im Kühlschrank. Und dann kriegt er Aroma? Ja, dann kriegt er richtig schön Geschmack und Aroma, wird fluffig, die Hefe fängt an, ihre Arbeit zu tun, es gibt einen tollen Teig. Gut, also die Zielvorstellung ist in ein paar Minuten, 10, 15, 20 Minuten Zwetschgenstreusel mit Sahne. Habe ich bestellt, Sahne, Zwetschgen nur mit Sahne. Die Sahne backt man nicht mit. Nein, jetzt machen wir aber den Vanilleunterbau. Aufkochen müssen wir das. Genau. Aufkochen. Aufkochen. Ganz normalen Pudding. Ich nehme einen Teil Milch, den ich aufkoche. Ein Teil Milch vermische ich mit dem Eigelb. Bei dir kann gleich der Zucker mit rein. Ich nehme das Cremepulver, Puddingpulver, vermische es mit dem Eigelb und der Anrührmilch. Und dann lassen wir das Ganze nebenher aufkochen. Sag mal, hier geht keine Lampe an. Ah, jetzt geht sie an. Doch. Und wenn nicht, leuchtest du. Oh, heute hast du es aber voll drauf, ey. So, und dann gibt es einen Zauberstreusel. Den finde ich super geniales Rezept, weil er ist komplett anders. Es ist ein Mürbeteig, aber mal ganz anders gemacht. Ich nehme ein bisschen Butter, mache die flüssig. Darf ich das? Zweite Lampe bitte anschalten. Ja. Doppelt leuchten. Hast die Lampe an. Kennst du den Spruch? Also das ist aus dem Saarland. Dann hat man zu viel Zwetschgen-Schnaps zum Beispiel getrunken. Das passt heute zum Thema. Die Lampe an, ja. So, das heißt, für meinen Streusel löse ich die Butter auf. Das ist total unüblich für einen Mürbeteig. Normal ist so, Butter muss irgendwie so sein, dass du es mit dem Mehl... Zimmerweich und kneten genau. Und so? Nee, ganz falsch. Mhm. Butter flüssig machen. Guck mal, hier ist schon wieder... Soll ich wieder? Ja. Neulich mal habe ich gealbert, ich bin der mittlerweile beste Vanillenschoten aus Grazer im Südwesten. Nee, du bist meine beste Co-Bäckerin, die es baden-württembergweit gibt. Die Sahne weiß nicht so genau. Ich will genau das, was er vor dieser Sendung hatte. Ist mal gut drauf zu sein. Ich habe jetzt hier ein 405er Mehl. Mhm. 405er? Also diesmal kein Mehl zum Backen, zum Teig machen, sondern wirklich ein 405er Mehl. Dann habe ich ein paar Nüsse, die geben dem Streusel ein bisschen mehr... Was Besonderes, wer mit Nüssen ein Problem hat, wir beobachten das. In die Milch machen? Ja. Nee. Also hier, Vanille brauche ich hier. Okay. Wer mit Nüssen ein Problem hat, der kann alternativ Mandeln gerieben nehmen, gar kein Thema. Dann kommt ein bisschen Zucker rein. Und das Ganze mische ich total entspannt, schon mal trocken. Okay? Mhm. Vanille haben wir auch ein bisschen mit drin, die gehört einfach dazu. Die macht die Butter ein bisschen leichter. Ist gut? Okay, ja. Alles rein. Hast du überall Vollpower, oder? Ja, so habe ich es bei dir gelernt in den letzten Jahren. Rühren, die kocht immer gleich. Vollpower, ja. Ich besorge schon mal ein Brett zum Unterlegen nachher. So, deine Butter, das geht jetzt aber auch rasant hier. Also es wäre mir zu schnell. Jetzt müssen wir ja auch zwei Töpfe gleichzeitig. Geht Butter das? Butter flüssig machen. Ja, das schaffen wir. Wir sind doch multitaskingfähig, oder? Sagt man immer so leicht. Nee, ist das so. Was wir auch noch brauchen, sind noch ein paar Zwetschgen. Tu die schon mal vorbereiten. Die quietschen, wenn ich sie schneide. Halbier sie, Steinchen raus. Ich glaube, das ist so eine typische. Mittlerweile lebe ich ja jetzt schon seit 12 Jahren in Bühl und wir haben in Bühl eine Zwetschgenkönigin. Ehrlich? Ja. Seid ihr Zwetschgenanbaugebiet? Ja, Bühl ist Zwetschgenstadt. Gibt ja viele Regionen im Südwesten. Wir werden gleich auch in Oberschwaben noch mehr Obstbäume kennenlernen. Aber Bühl ist auch eine Region, wo sehr viele Zwetschgen angebaut sind. So, Major, hier einrühren. Ja, ich habe jetzt auch die flüssige Butter einfach in mein Mehl eingerührt und vermischt es.
Und da, Streusel fertig. Du musst dein Herd ausmachen. Ich muss den Herd ausmachen. Kommen wir in eine stressige Situation. Hab ich auch kommen gesehen. So. Den da brauchen wir noch. Den machen wir aus. Schau, ich habe jetzt die flüssige Butter wirklich nur in die Mehl-Zuckermischung eingerührt. Und zack, boom, habe ich einen fertigen Streusel. Und der schmeckt wirklich toll. Also ist ein toller Streusel. Und ich finde die Herstellung so klasse einfach. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ist das gut blubbert. So? Ja, blubbert. Feuer weg. Kannst du hier draufstellen. Genau. So, also jetzt habe ich das nur so mit 70%iger Aufmerksamkeit mitgekriegt. Ich muss es nochmal genau betrachten. Flüssige Butter unter diese ganzen Zutaten. Man muss sich nicht hier irgendwie nix. Die Finger schmutzig drei machen, sondern man kann fertig. Verrühren. Okay. Total easy. Du darfst mir noch ein paar Zwetschgen schneiden. Ja. Ich habe hier wieder eingepackte Teiglinge in Frischhaltefolie. Und die sind jetzt wirklich toll gereift. Also die jetzt eine Nacht im Kühlschrank, das ist wirklich der super Tipp für alle Hefeteig-Liebhaber in unserem weiten Sendegebiet. Liegen lassen, dem Hefeteig die Zeit geben, am besten im Kühlschrank über Nacht. Ich habe jetzt die Teigboppels, die Teigstückchen, schon gestern rund geformt, abgedeckt, in den Kühlschrank gelegt. Man sieht, die sind richtig schön reif. Die haben Aroma und Geschmack. Guck, riech mal. Die sehen auch bei dir immer so. Leider kann man durchs Fernsehen perfekt. Nicht riechen, aber gell, riecht Hefe, richtig toll. Hefe. Also, das ist die Grundvoraussetzung für jedes gute Gebäck. Da kann der Pudding noch so gut sein. Wenn der Hefeteig nichts ist, bringt es nichts. Ist wirklich so, ist ganz wichtig. Die sehen bei dir auch so perfekt aus. Aber ein bisschen Streumehl. Das geht einfach so. Ballenmäßig auf, auch bei mir als ja, Schwein. Das geht schon so. Guck, hier liegt er ja auch. Und da liegt es so richtig pep da, ohne Trieb und ohne Reife. Und die hier sind einfach schon richtig schön fluffig. Dann nehme ich die Stückchen, tue die ein bisschen Mehl. Ich glaube, das geht fast von Hand. Ja. Und müssen wir zu deinem Holz noch was sagen? Das hast du ja schon oft hier im Einsatz ja, gehabt. Ja, mein Holz. Sie können natürlich auch Ihr normales Holz nehmen. Ja, ja? Das normale Rollholz kostet, Holz. Keine Ahnung, im Einkauf 100 Euro, das kostet 2. Das ist aber schon ein Premium. Ja, kostet, das weiß gar nicht was, ich habe noch nie ein Rollholz gekauft, nicht so viel. Aber das ist natürlich preiswerter aus dem Baumarkt. Ja, und funktioniert genauso gut. Funktioniert genauso gut. Und ich mache jetzt mal 4 Stück, oder? Und was isst du? Zwetschgenkuchen und Sahne, da kenne ich keine Hemmung. Zwiebelroschbraten. Gut, 4 Stück. Ich roll sie aus, schaue, dass ich es einigermaßen gleichmäßig, also da kommt es jetzt nicht wirklich auf die allerletzte Nuance an. Machen wir halt 5. So ungefähr 3 bis 5 Millimeter dick. Also wenn jetzt jemand zu Hause in Anhaltspunkt möchte, 3 bis 5 ungefähr. Aber man sieht es ja. Ne? So und richtig schön die Luft rausdrücken. Die Luft kannst du gerade mal das Blech rübergeben. Ja, weißt du, die Gärgase, die sich gebildet haben, das ist wichtig, dass man eben jetzt, das legen wir in die Mitte rein. So. Die aus Blech. Und das ist so ein typisches, geniales Kaffeegebäck. Was meinst du, wie es jetzt weitergeht? Ich meine, dass es jetzt so weitergeht, dass der Vanillepudding da drauf kommen muss und dann die Zwetschgen und dann die Streusel. Was war das für eine Frage? Falsch? Nee, richtig. Gut. Den Pudding, wenn ich den, also der Teig ist ja schon super reif. Wenn ich den Pudding jetzt relativ warm verwende, dann tut der Teig relativ schnell noch so ein bisschen nachgaren. Vorgaren, oder? Nachgaren. Also jetzt gibt die Hefe Vollgas, weil der Pudding so schön warm ist. Ach so, die Hefe gart. Genau. Ach so, ja. Und das heißt, ich kann es dann relativ schnell und zügig nach dem Aufarbeiten in den Ofen schieben. Ich brauche jetzt nicht nochmal irgendeine längere Reifephase. Also es muss nicht abkühlen, der Pudding? Nee, gut. Nehme ich heute heiß. Zwetschgen, 1, 2. Du darfst mir ruhig helfen. 3, 4, vielleicht noch eine 5. Ist fürs Auge immer schöner, wenn man eine ungleichmäßige Zahl drauf hat. Frag mich aber nicht, warum. Ist irgendwas Psychologisches. Ach, das sind so Gesetze, die gab es schon im alten Ägypten. Ich glaube, noch ein paar schneiden. Ja, okay. Das drüben sind noch welche. Noch schnell waschi, waschi. Wir brauchen noch genau 2, 3. Guck mal. Dass es aufgeht. Sieht doch schick aus, oder? Sehr gut. Bitteschön. Oh. So, man darf nicht verschrecken. Der Streusel ist jetzt halt auch noch ein bisschen warm, weil wir eben auch diese flüssige Butter verwendet haben. Ich tue jetzt noch ein bisschen Mehl drunter, falls er noch zu arg bebt, dass er sich wieder löst. Und dann mache ich den da drauf. Und da gibt es jetzt 1000 Varianten. Also man kann ihn nur ganz schön außen rumlegen. So. So. Oder man tut ihn wirklich direkt. Also das mit der flüssigen Butter, das merken wir uns doch mal, oder? Das war doch ein netter Streusel, oder? Ja, das war mal. Das gefällt dir, gell, wenn es schnell geht. Schnell und einfach. Schnell erlebt. Nee, aber das soll ja auch zu Hause so sein. Ich meine, wenn man backt, dann muss es irgendwann mal wieder vorbei sein. Das Ergebnis muss stimmen und das tut es eben bei einem Rezept. Es geht ruckzuck
Und das Ergebnis stimmt. So, sieht doch schon lässig aus. Ab in den Ofen. Komm. 220 Grad. Und ich schätze mal so allerhöchstens 15 Minuten. Okay. So, wir haben eben schon erfahren, es gibt in Bühlen eine Zwetschgenkönigin, aber es gibt natürlich noch mehr Zwetschgenbäume im Südwesten. Wir fahren mal nach Oberschwaben. Dort gibt es jede Menge Streuobst. Und wir erfahren, was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen Zwetschge und Pflaume? Oberschwäbische Dorfidylle. Im Museumsdorf Kürnbach bei Biberach stehen zwischen historischen Bauernhäusern über 150 Obstbäume. Nicht etwa in Reih und Glied, wie heute im Obstanbau üblich. Nein, hier stehen die Bäume locker verteilt in den Gärten und auf den Wiesen. Traditioneller Anbau auf Streuobstwiesen wie vor 200 Jahren. Bei Streuobstwiesen denkt man normalerweise an Äpfel. Und hier im Museumsdorf Kürnbach finden sich tatsächlich mehr als 100 verschiedene Apfelsorten. Und dazu seltene Birnen. Natürlich gibt es hier auch Pflaumen und Zwetschgen. Die rundeten schon früher den Speiseplan ab. Je nach Sorte waren sie die erste süße Versuchung im Obstjahr und bei Spätsorten eine herrliche Abwechslung bis in den Herbst. Pflaumen und Zwetschgen gehören zur gleichen Gattung, der Prunus domesticus. Übrigens auch andere leckere Verwandte, wie zum Beispiel Renekloden oder Mirabelle. Klein und rund. Die Pflaumen sind groß und rund. Ihre Farbe reicht von gelb, rot bis hin zu dunkelblau. Zwetschgen dagegen sind violett und eher kleiner und oval. Auch das Fruchtfleisch ist anders. Also wenn man hier mal an der Bauchnaht der Zwetschge aufschneidet, dann sieht man schon, aha, ein trockeneres Fleisch und hier grünlich-gelblicheres Fruchtfleisch. Im Gegensatz zur Pflaume, wenn man das hier mal aufschneidet an der Bauchnaht, dann sieht man, wie saftig das ist. Und rötlich, bräunlich-rötlich eher die Pflaume und auch viel saftiger. Und das sind so die Hauptunterschiede zwischen Zwetschge und Pflaume. Und wie lagert man Zwetschgen? Am besten ist es, wenn Sie die Früchte natürlich ungewaschen im Kühlschrank einlagern. Man sieht hier, wenn ich das so poliere, dann wird die Frucht dunkel, verliert diesen Duft. Und das ist ja die Schutzschicht, wo praktisch die Frucht die Verdunstung runtersetzt und von außen auch nicht angreifbar wird. Am allerbesten isst oder verarbeitet man Pflaumen und Zwetschgen einfach so schnell wie möglich. Und es muss ja nicht immer Kuchen und Kompott sein. Oh, lauft der gut nach. So, im Schwaben würden wir jetzt sagen, die Hens. Die Hens. Beispiel, du es immer checken solltest, du guckst von unten. Und da soll er ganz leicht Farbe haben und dann ist es auch. Also, das ist ja die klassische Pizza-Einschubleiste, ne? Für die. Ja, von unten. Was ja, redest unten du? Im Backofen, da wird von unten der Boden gut kross und oben bleibt saftig. Also, ich habe es jetzt ganz normal Ober- und Unterhitze gebacken im mittleren Feld. Aber nenn's Pizza. Ja, aber du hast es doch unten drin gehabt im Backofen. Relativ. Ja, ich tue es nicht ganz hoch, weil sonst kommt zu viel Hitze von eben, oben. Genau wie bei der Pizza darf okay, das nicht weißt passieren. Du, das habe ich keine Erfahrung. Jetzt Dresdner Eierschecke. Ja, das wirft er einfach so in den Raum. Unter Bäckern ist das ein Klassiker, die Dresdner Eierschecke. Nicht Schnecke, das bin ja ich. Das hat man einfach drauf als Bäckermeister, oder? Die Eierschecke. Nee, das ist schon was Besonderes. Also, und dann gibt es auch ganz viele Rezepte und viele Methoden, das herzustellen. Das Geheimnis ist, also der Teig spielt bei dem Kuchen, das ist ja dann wirklich auch ein Kuchen, eine sehr dominante Rolle. Mhm. Und es muss ein toller Hefeteig sein. Dann kommt eine Quarkmasse drauf und eine Eiermasse drauf. Und es sind eben sozusagen drei verschiedene Schichten. Wir haben den Hefeteig, die Schicht, wir haben die Quarkmasse und wir haben obendrauf eben die Eiermasse. Und das macht das Besondere auch im Kauerlebnis an dem Kuchen aus. Okay. Du bist schon ganz fleißig und fährst das Blech ein. Ja, perfekt. Jawohl. Warum nehmen wir Butter, nicht Margarine? Weil es die Dresdner Eierschecke so mag. Nicht? Nee, weil es besser schmeckt. Okay. Schau mal her, ist ganz, ganz wichtig. Ich hätte es schon fast gemacht, ohne darauf hinzuweisen. Ich habe jetzt den Teig, das war dann schön gereift, aus dem Kühlschrank, einfach eingeschnitten. So, zwei Ecken. Dann nehme ich die Kanten und lege die so raus. Siehst du? Das haben wir schon mal gemacht.
Haben wir schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht. So, und dann kriege ich den nämlich super eckig. Déjà vu. Ja? Wie soll denn das gehen von rund auf eckig? Nicht weggehen. Nee. Du hättest mit deinen Händen weiterarbeiten können. Ah, okay. Dann wart grad. Weil, ja, ich würde dich jetzt, man muss das ja noch mit ein bisschen Gefühl weiterarbeiten. Top. So, links jetzt auf Blechgröße. Im Hölzchen. Und tust Ruff. Okay? Mit schönem Gefühl, wenn du merkst, er will nicht mehr in die eine Richtung, wird in die andere Richtung drehen. Genau, und schön gleichmäßig ausrollen. So, und jetzt muss ich ihn drehen? Ja. Wenn du einfach merkst, der schnurrt, der zieht sich wieder zusammen, dann drehen. Fange ich schon mal an mit unserer Quarkmasse. Du hast Vertrauen. Ja, klar, habe ich in dich Vertrauen. Hallo? Aber es darf auch so rüber, ne? Ja. Du musst nur gucken, dass es einigermaßen gleich dick gibt, sonst fliegt er an den Ecken raus. Das merke ich schon, das ist das Problem. Die Quarkmasse ist total easy. Ich nehme Quark, Zucker. Ich tue es schon mal ein bisschen verrühren, weil Zucker und Eier sollte man nicht direkt zusammenbringen. Wenn die Frau Kreis das jetzt ganz alleine hinkriegt, dann ist sie nämlich mächtig stolz, weil vorher hat sie ganz viel Angst gehabt vor dem Ausrollen. Und sie schafft es, ich bin mir ganz sicher. Ich höre und ziehe nichts mehr von dir. Ja, ich muss mich jetzt total konzentrieren hier. Tu die Eier in die Quarkmasse rein. Misch die Eier unter. Du redest nichts mehr, oder? Nee, du hast jetzt natürlich, der Zuschauer denkt jetzt, jetzt muss es aber auch schaffen. Und ja, klar schafft sie es. Jetzt. Ach, und irgendwie. Ich bin doch da, mach dir keine Sorgen. Hast du ein pädagogisches Nachschlagewerk gelesen für diese Sendung, weil du mich so jetzt heute so hier enorm geschickt führst? Ja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ich habe ein bisschen Zitrone rein. Masse kräftig rühren und voilà, Quarkmasse also ist fertig. Also hier ist es halt schon bedenklich dünn, meiner Einschätzung nach. Ich würde es jetzt auch nicht mehr weiter. Ich würde es jetzt drauflegen und den Rest von Hand ein bisschen hinfriemeln. Also habe ich es jetzt geschafft? Ja. Soll ich dir einen Trick zeigen oder willst du es alleine probieren? Nee, Trick ist immer gut. Aber ich lege es zusammen. Aha. Leg es in das Eck. Ah, das ist aber ein guter Trick. Und leg es wieder auseinander. So. Und jetzt machst du den Rest von Hand und guckst, dass du es überall einigermaßen gleichmäßig hinbringst. Okay. Okay, jetzt mache ich noch unsere Buttermasse. Die ist auch nicht wirklich complicated, nicht schwierig. Kleine englischen Anglizismen. Also so ein bisschen wird das nachher Sie erinnern, optisch. Sie können es ja leider nicht probieren, dann müssten Sie es selbst erstmal nachbacken, an Butterkuchen. Und das ist auch eigentlich so, ich sag mal, die kleine Schwester der Butterkuchen von der Dresdner Eierschecke. Der Butterkuchen ist die kleine Schwester von der Dresdner Eierschecke. Also eins ist richtig und das können wir... Ich will jetzt nicht sagen, dass der Butterkuchen die kleine Schwester ist. Es kommt alles irgendwie aus dem Norden. Es ist nicht typisch süddeutsches Gebäck, sondern Dresden hört sich ja schon so ein bisschen nach Dresden an. Ja, das ist nicht unbedingt Norddeutschland, aber ja, von uns aus gesehen ist ja eigentlich alles Norddeutschland. Alles da oben. Ja. Nee, ist so. Mehr so also, Ostdeutschland, ja, ja. Ja. Muss man schon sagen. Um auch hier wieder kurz reinzukommen, ich habe jetzt den Zucker und die Butter vermischt, die Butter Raumtemperatur. Hab zwei Eier dazugegeben und rührst jetzt ein bisschen, sieht super aus heute. Genial. Du kannst schon mal anfangen, dünne Quarkmasse aufbringen. Aufzutragen? Ja, da kannst du ihn dann nehmen. Nicht dünn. Alles, ja, einfach ein bisschen drauf leeren und schön verstreichen. So, um die Masse zu binden, benutze ich Cremepulver. Oh, das macht aber jetzt auch wieder total Spaß. Das ist was für manche, dich. Ja. Manche. Also jetzt sollten die Massen eben relativ gleichmäßig aufgebracht werden. Ich tue nochmal meine Eier rein. Dresdner Eierschecke. Sachen gibt's, gell? So, und das am Rand würde ich immer ein bisschen was freilassen. Ein bisschen Rand lassen. Ja, am Rand wird schon eher den Rand lassen. Dann flupst nicht raus. Ja, zu spät. Hier unten kann ich es noch machen. Hier oben. So, das ist hier noch ganz kräftig geschlagen. Jetzt habe ich noch übrig. Fertig. Schritt 2. Nicht zu dick drauf. Nicht zu dick. Nicht drauf zu dick. Don't do it. So, jetzt die Buttermasse. Wir nehmen einen anderen. Nee, weil die Massen sollen ja auch getrennt voneinander im Mund quasi nochmal neu zueinander führen. Ja, ob du werden. Das jetzt wirklich so alles im Mund zueinander führst. Aber sozusagen die Buttermasse ist das Topping obendrauf. Ich versuche es jetzt nicht zu arg zu vermischen mit der Quarkmasse.
So. Also bis hierher ja recht einfach, oder? Nö, Finch, ja. Das, oder? Ja, es war doch jetzt einfach. Ja, es war einfach. Jetzt kommen noch Mandeln drauf. Wenn man den Hefeteig hat und einen Bäcker in der Küche. Dann passt es. Einfach, ja. So, Mandeln, ein bisschen Zucker. Dass es einfach schön oben so knusprig wird. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei diesem Butterkuchen, den ich angesprochen habe. Zimt, oder? Ja, gibt es so ein ganz, aber nur ganz wenig. So, und dann ist eigentlich ganz gut. Der Hefeteig hat ja wirklich eine Nacht lang im Kühlschrank gereift. Dadurch kann man diese Gärphase jetzt nochmal wirklich das liegen zu lassen, damit er schön reif wird. Auf die kann man verzichten und direkt ab in den Ofen. Aber das geht wirklich nur, wenn der Hefeteig eine Nacht gereift hat. Wenn man frisch verarbeitet, was auch geht über ein paar Stunden, dann sollte er jetzt noch mindestens eine halbe Stunde garen, damit einfach nochmal die Hefe ein bisschen ihre Arbeit tun kann, bevor er in den Ofen kommt. Quack, quack, sagt sie. Ist so, ist wichtig. Ich habe jetzt, ich tue ihn so runter. Wieder die Pizzastellung. Ja, 200 Grad und ich stelle noch ein bisschen hoch auf 220, weil der soll das schön saftig werden. So, perfekt. Gemanagt, es blubbert uns. Du guckst einfach von unten schnell mit einer Palette. Sieht gut aus. Super, viel dunkler nehmen wir mal nicht. Super. Machst du zu? Jawohl. Uhu. Und also, weil du bist, normal muss man ja auskühlen lassen. Aber wir nehmen ihn nicht very bei mir. Hot. Vorgeschnitten. Habe ich schon vorbereitet, damit du keinen Stress hast. Du hast doch kleine Böbeles. Dann gehe ich ein paar Mal. Ja, jetzt komm. Ah, ja. Du kannst, das sieht aber schicker aus, oder? Also ich finde, du hast ja das gesagt, man muss immer eine ungerade Zahl setzen. Also machen wir 3, oder? Dann müsste man aber so hier, so mit Öhrchen oder sowas. Nee, ist nicht so schick. Es muss so wie Mode aussehen. Gerade so hingeworfen, ja. Wie nicht gewollt. Aber es sieht auch gut aus, wir freuen uns drauf. Ich habe noch das Wesentliche hier vorbereitet. Oi! Super Trick. Das darf natürlich. Machst du schon wieder Sauerei? Nee. Normal bin doch ich der, wo Sauerei macht. Milch rausgefallen. Oh, Sahne, was will man mehr? So. Das war eine Kinderportion. Nee. Heute kann ich es auch nicht recht machen. Ha? Also ich sage auch bei Spaghetti Bolognese lieber zweimal schöpfen wie eine Riesenportion. Ja, aber bei Sahne muss man gucken, dass man am Ball bleibt. Nicht schnell weg. Dass man am Ball bleibt. Jetzt bin ich echt gespannt. Muss man hier mit beiden Händen bisschen arbeiten. Bisschen Kampfgeschirr. Du sagst uns nochmal, wie es schmeckt und was wir schmecken. Warmer Butterkuchen. Also der Teig dominiert. Ich hab einen leichten Quark. Weißt du, das Säuerliche. Und dann aber oben diese schöne butterige Masse mit den Mandeln und dem Zimtzucker. Passt denn die Sahne zu dem Butter, zu der Dresdner Eierschecke auch? Weil eigentlich ist es ja mehr so wegen dem Zwetschgenkuchen. Passt überall. Passt überall. Schmeckt hervorragend. Und schön ist, wenn die Zwetschgen wirklich noch schön säuerlich sind und der Pudding dann schön süß. So. Das gibt eine tolle Verbindung. Wir essen jetzt in Ruhe auf, halten anschließend die Bauchspannung. Ja. Kann kein Schaden sein. Hoffen, Sie hatten ein bisschen Spaß mit uns beiden heute. Mit einem sehr netten Hannes Weber heute, der die Komplimente nur so rausgehauen hat. Es verabschiedet sich Ihre Schnecke, der Bäckermeister, und wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder Lust haben, mit uns zu backen. Machen Sie es gut. Tschüss. Dass der Teig einfach gut wird und das Gebäck toll wird, ist, dass man diesen Teig ausreichend knetet. Und das ist von Hand wahnsinnig schwierig. Und das kann man jetzt so in der Maschine machen? Genau, in der Maschine machen. Das ist einfach nur klar. Wer jetzt Lust hat, da hier Vollgas zu geben, geht auf alle Fälle. Aber die Maschine ist da einfach optimaler. Ganz wichtig, der Teig sollte nicht über 25 Grad warm werden. Das war eben das, was du vorher auch schon betont hast. Die 25 Grad Teigtemperatur, die sollten wir nicht überschreiten. Und deshalb habe ich hier kalte Milch aus dem Kühlschrank, schütte die da rein. In einem Hefeteig gehört für mich dazu immer, du darfst mir gerade
Vanilleschote noch auskratzen. Ein bisschen Zitrone. Jetzt musst du das aber erklären, weil jetzt denken die Zuschauer vielleicht, oder zumindest einige, ja, wie, warum eiskalte Milch 25 Grad, ist doch nicht eiskalt. Was passiert denn mit dem Teig in der Maschine? Der Teig soll 25 Grad haben. Mhm. Und die Milch nehme ich ganz kalt, damit der Teig jetzt beim Kneten, wenn er geknetet wird, wenn er sich leicht erwärmt durch die Knetung, mhm, dass er nicht über die 25 Grad geht. Also mein Mehl hat zum Beispiel so 20 Grad Temperatur, wenn es aus der Küche kommt, oder? Mhm. Und jetzt nehme ich die Milch mit 10 Grad, dann habe ich so hinterher eine Temperatur von 18 Grad. Mhm. Und durch dieses Kneten wird der Teig warm. Reibung erzeugt Wärme. Und da kann ich eben gegensteuern, dadurch, dass ich die Milch ein bisschen kühler verarbeitet habe. So, wir werfen nichts weg mit der leeren Vanilleschote. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem, da kann man das Ganze zum Zucker in ein Glas geben und dann hat man super Vanillezucker nach einer gewissen Zeit. Ja. Ich habe was gelernt. Hä? Hast hoffentlich zu Hause auch ein schönes Döschen mit dem, also wirklich genialer Zucker. Ja, auch wenn du Pudding kochst oder so, kannst du ihn verarbeiten, ist genial. Ab in die Maschine. Wichtig ist jetzt am Anfang 10 Minuten langsam kneten und dann 2, 3 schnell. So, hat das. Der hat's hinter sich. Jetzt, warum war das langsam anschlagen und danach schneller? Also Kneten besteht letztendlich aus zwei Phasen. Erstens eine Mischphase, wo sich die ganzen Rohstoffe miteinander verbinden. Mhm. Und zweitens die eigentliche Knetphase. Die beginnt zwar auch schon im langsamen Gang, aber es geht einfach mit dem schnellen Gang besser. Letztendlich ist es so wie bei einem Eischnee, den ich aufschlage. Wenn ich Eischnee schlage mit der Maschine, entsteht ein Schnee, ja, das wird fest. Und da drin ist auch ein Eiweiß und das muss ich irgendwie schlagen, damit der Teig richtig schön zusammenhält und vor allem hinterher das Gas halten kann, das die Hefe entwickelt. Und man sieht jetzt in dem Teig toll, schau an, da bildet so ein Fenster und wenn mich die Kamera durchsieht, dann ist es gut. Also man sollte ihn schön ziehen können, ja, dann ist er gut. Der Teig ist jetzt super. Der hat jetzt alle Voraussetzungen, ein guter Hefeteig zu werden. Also es war auch nachweislich bis hier einfach und nachvollziehbar. Die kalte Milch, alles andere war zimmerwarm, haben wir gesagt. Und dann einfach ein paar Minuten ankneten, vermischen und fertig ist die Laube. Ja. Dem Teig fehlt jetzt aber das Aroma. Und damit der Teig eben... Wenn man den Hefeteig hat und einen Bäcker in der Küche. Dann passt einfach, ja. So, Mandeln, ein bisschen Zucker. Dass es einfach schön oben so knusprig wird. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei diesem Butterkuchen, den ich angesprochen habe. Zimt, oder? Ja, gibt es so ein ganz, aber nur ganz wenig. Mhm. So, und dann ist eigentlich ganz gut. Mhm. Der Hefeteig hat ja wirklich eine Nacht lang im Kühlschrank gereift. Dadurch kann man diese Gärphase jetzt nochmal wirklich das liegen zu lassen, damit er schön reif wird. Auf die kann man verzichten und direkt ab in den Ofen. Aber das geht wirklich nur, wenn der Hefeteig eine Nacht gereift hat. Wenn man frisch verarbeitet, was auch geht über ein paar Stunden, dann sollte er jetzt noch mindestens eine halbe Stunde garen, damit einfach nochmal die Hefe ein bisschen ihre Arbeit tun kann, bevor er in den Ofen kommt. Quack, quack, sagt sie. Ist so, ist wichtig. Ich habe jetzt, ich tue ihn so runter. Wieder die Pizzastellung. Ja, 200 Grad und ich stelle noch ein bisschen hoch auf 220, weil der soll da schön saftig werden. Mhm. So, perfekt. Gemanagt, es blubbert uns. Du guckst einfach von unten schnell mit einer Palette. Sieht gut aus. Super, viel dunkler nehmen wir mal nicht. Super. Machst du zu? Jawohl. Uhu. Und also, weil du bist, normal muss man ja auskühlen lassen. Aber wir nehmen ihn nicht very bei mir. Hot. Vorgeschnitten. Habe ich schon vorbereitet, damit du keinen Stress hast. Du hast doch kleine Böbeles. Dann gehe ich ein paar Mal. Ja, jetzt komm. Ja. Du kannst, das sieht aber schicker aus, oder? Also ich finde, du hast ja das gesagt, man muss immer eine ungerade Zahl setzen. Also machen wir 3, oder? Dann müssen wir aber so hier, so mit Öhrchen oder sowas. Nee, ist nicht so schön. Nee, es muss so wie Mode aussehen. Gerade so hingeworfen, wie nicht gewollt. Aber es sieht auch gut aus, wir freuen uns drauf. Ich habe noch das Wesentliche hier vorbereitet. Ui! Super Trick. Das darf natürlich. Machst du schon wieder Sauerei? Nee. Normal bin doch ich der, wo es auch reinmacht. Milch rausgefallen. Oh, Sahne, was will man mehr? So. Das war eine Kinderportion. Nee. Heute kann ich es auch nicht recht machen. Ha? Also doch, ich sage auch bei Spaghetti Bolognese, lieber zweimal schöpfen wie eine Riesenportion. Ja, aber bei Sahne muss man gucken, dass man am Ball bleibt.
schnell weg. Lass mal am Ball bleibt. Jetzt bin ich echt gespannt. Muss man hier mit beiden Händen arbeiten. Bisschen Kampfgeschirr. Du sagst uns nochmal, wie es schmeckt und was wir schmecken. Warmer Butterkuchen. Also, der Teig dominiert. Ich hab einen leichten Quark. Weißt du, das Säuerliche. Und dann aber oben dieses schöne Butter. Ich hab was gelernt, hä? Hast hoffentlich zu Hause auch ein schönes Döschen mit dem, also wirklich genialer Zucker. Ja, auch wenn du Pudding kochst oder so, kannst du ihn verarbeiten, ist genial. Ab in die Maschine. Wichtig ist jetzt am Anfang 10 Minuten langsam kneten und dann 2, 3 schnell. So. Der hat es hinter sich. Jetzt, warum war das langsam anschlagen und danach schneller? Also Kneten besteht letztendlich aus zwei Phasen. Erstens eine Mischphase, wo sich die ganzen Rohstoffe miteinander verbinden. Und zweitens die eigentliche Knetphase. Die beginnt zwar auch schon im langsamen Gang, aber es geht einfach mit dem schnellen Gang besser. Letztendlich ist es so wie bei einem Eischnee, den ich aufschlage. Wenn ich Eischnee schlage mit der Maschine, entsteht ein Schnee, ja, das wird fest. Und da drin ist auch ein Eiweiß und das muss ich irgendwie schlagen, damit der Teig richtig schön zusammenhält und vor allem hinterher das Gas halten kann, das die Hefe entwickelt. Und man sieht jetzt in dem Teig toll, schau an, da bildet so ein Fenster und wenn mich die Kamera durchsieht, dann ist es gut. Also man sollte ihn schön ziehen können, ja, und dann ist er gut. Der Teig ist jetzt super, der hat jetzt alle Voraussetzungen, ein guter Hefeteig zu werden. Also es war auch nachweislich bis hier einfach und nachvollziehbar. Die kalte Milch, alles andere war zimmerwarm, haben wir gesagt, und dann einfach ein paar Minuten ankneten, vermischen und fertig ist die Laube, ja. Dem Teig fehlt jetzt aber das Aroma. Und damit der Teig ebenfalls, gibt's schon mal die Schüssel, da sieht man es toll, Aroma kriegt, tue ich den jetzt in die Schüssel rein, abdecken, Frischhaltefolie. Du hast mich ja schon vorher gefragt, warum nimmst du immer Frischhaltefolie? Genau, ich habe was mit Geschirrhandtuch versucht, hier schon im Vorfeld der Sendung abzudenken. Halt weg, Frischhaltefolie, warum? Das Geschirrhandtuch nimmt Feuchtigkeit auf. Und ich möchte jetzt wirklich schauen, dass dem Teig keine Feuchtigkeit entzogen wird. Mhm. Also ich tue den in die Schüssel und am besten lasse ich ihn jetzt eine Nacht reifen im Kühlschrank. Und dann kriegt er Aroma? Ja, dann kriegt er richtig schön Geschmack und Aroma, wird fluffig, die Hefe fängt an, ihre Arbeit zu tun, es gibt einen tollen Teig. Gut. Also, die Zielvorstellung ist in ein paar Minuten, 10, 15, 20 Minuten, Zwetschgenstreusel mit Sahne. Habe ich bestellt, Sahne, Zwetschgen nur mit Sahne. Die Sahne backt man nicht mit. Nein, jetzt machen wir aber den Vanilleunterbau. Aufkochen müssen wir das. Genau. Aufkochen. Aufkochen. Ganz normalen Pudding. Ich nehme einen Teil Milch, den ich aufkoche. Ein Teil Milch vermische ich mit dem Eigelb. Bei dir kann gleich der Zucker mit rein. Mhm. Ich nehme das Cremepulver, Puddingpulver, vermische es mit dem Eigelb und der Anrührmilch. Und dann lassen wir das Ganze nebenher aufkochen. Sag mal, hier geht keine Lampe an. Ah, jetzt geht sie an. Doch. Und wenn nicht, leuchtest du. Oh, ey, heute hast du es aber voll drauf. So. Und dann gibt es einen Zauberstreusel. Den finde ich super geniales Rezept, weil er ist komplett anders. Okay, jetzt mache ich noch unsere Buttermasse. Die ist auch nicht wirklich complicated, nicht schwierig. Keine englischen Anglizismen. Also so ein bisschen wird das nachher Sie erinnern, optisch. Sie können es ja leider nicht probieren. Dann müssten Sie es selbst erstmal nachbacken an Butterkuchen. Und das ist auch eigentlich so, ich sag mal, die kleine Schwester der Butterkuchen von der Dresdner Eierschecke. Der Butterkuchen ist die kleine Schwester von der Dresdner Eierschecke. Also eins ist richtig und das kann man, ich will jetzt nicht sagen, dass der Butterkuchen die kleine Schwester ist. Es kommt alles irgendwie aus dem Norden. Es ist nicht typisch süddeutsches Gebäck, sondern Dresden hört sich ja schon so ein bisschen nach Dresden an. Ja, das ist nicht unbedingt Norddeutschland, aber ja, von uns aus gesehen ist ja eigentlich alles Norddeutschland. Alles da oben. Ja. Nee, ist so. Nee, so also, Ostdeutschland. Ja, ja. Muss man schon sagen. Um auch hier wieder kurz reinzukommen, ich habe jetzt den Zucker und die Butter vermischt, die Butter Raumtemperatur, habe zwei Eier dazugegeben. Und du rührst jetzt ein bisschen, sieht super aus heute. Genial. Du kannst schon mal anfangen, dünne Quarkmasse aufbringen. Ganz aufzutragen? Ja, da kannst du den dann nehmen. Nicht dünn. Alles, ja, einfach ein bisschen drauf leeren und schön verstreichen. So, um die Masse zu binden, benutze ich Cremepulver. Oh, das macht aber jetzt auch wieder total Spaß. Das ist was für dich, ja. Also jetzt sollten die Massen eben relativ gleichmäßig
aufgebracht werden. Ich tue nochmal meine Eier rein. Dresdner Eierschecke. Sachen gibt's, gell? So, und das, am Rand würde ich immer ein bisschen was freilassen. Ein bisschen Rand lassen. Ja, ja, am Rand wird schon eher den Rand lassen. Dann flugst du nicht raus. Ja, zu spät. Hier unten kann ich es noch machen. Hier oben. So, das hier noch ganz kräftig schlagen. Jetzt habe ich noch übrig. Fertig. Für zwei. Nicht zu dick drauf. Nicht zu dick. Nicht zu dick. Don't do it. So, jetzt die Buttermasse. Wir nehmen einen anderen. Nee, weil die Massen sollen ja auch getrennt voneinander im Mund quasi nochmal neu zueinander führen. Ja, ob du das jetzt wirklich so alles im Mund zueinander führst. Aber sozusagen die Buttermasse ist das Topping obendrauf. Ich versuche es jetzt nicht zu arg zu vermischen mit der Quarkmasse. So. Also bis hierher ja recht einfach, oder? Nö, finde ich. Ja, das ist. Oder? Ja, es war doch jetzt einfach. Ja, es war einfach. Jetzt kommen noch Mandeln drauf. Wenn man den Hefeteig hat und einen Bäcker in der Küche. Dann das passt. Einfach, ja. So, Mandeln, ein bisschen Zucker. Dass es einfach schön oben so knusprig wird. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei diesem Butterkuchen. Man muss die richtige Mischung finden und so die kleinen Tricks kennen. Und dann klappt's. Ganz zentral ist, glaube ich, die Temperatur, oder? Temperatur ja, bei von der Milch. Das ist das große Webergeheimnis. Ich verwirre damit auch immer die komplette Zuschauerschaft. Ich weiß es, aber das hat seine Berechtigung und ich kann es immer nur wieder predigen. Und eben, wenn es dann doch nicht klappt, dann liegt es meistens an diesem kleinen Quäntchen. Temperatur war zu warm, Teig wird trocken und dann klappt es nicht. Also wir klären es jetzt eins nach dem anderen. Wir fangen an und haben in einer leeren Schüssel was hinein zu tun. Mehl. Typ 55. Mhm. Auch beim Hefeteig ist wichtig, dass das Mehl nicht zu alt ist. Also es sollte so die optimale Verarbeitungszeit für Mehl haben. Das ist ungefähr 6 Wochen nach dem Mahlen und nicht viel älter wie 6 Monate. Also nicht bitte Mehl kaufen und ewig liegen lassen im Küchenschrank, sondern einfach gucken, dass es von der Zeit passt. Also Mehl kaufen und auch verarbeiten. Ja. Und ein Ei gehört natürlich rein, bringt uns Bindung. Für so einen Hefestreusel, Zwetschgenstreusel oder auch die Dresdner Eierschecke muss der Hefeteig nicht so ganz schwer sein. Das heißt, Butter und Zucker spielen jetzt heute nicht die tragende Rolle. Machen wir gerade ein Päuschen, mal in aller Breite nochmal. Wir machen Zwetschgenstreusel, juhu, Zwetschgen. Und wir machen die Dresdner Eierschecke. Ja, Schecke, nicht Schnecke, das ist eine Spezialität. Du bist die Schnecke und wir machen die Schecke. Ja, okay. Das ist auch nicht schlecht. Also, Ei ist im Mehl, Butter ist dazugekommen, schon ein bisschen weich, soll so sein. Ja, dann mischt er sich schöner unter das Mehl. Mhm. Salz, immer abgewogen, nicht in der Prise, 2% aufs Mehl. Mhm. Dann Honig. Wer hat denn das erfunden mit diesen Prozenten und diesen Abmessungen? Ist Backen ist rechnen. Also Backen ist nicht irgendwie, ich schütte was zusammen und dann passt und dann schmeckt, sondern Backen funktioniert nur, wenn die Formeln zueinander stimmen. Butter zu Mehl, Milch zu Salz und so weiter und so fort. Okay, also und die Hefe, Salz in dem Fall. Wir haben heute echt moderne Hefen, also das heißt triebstarke Hefen, nicht mehr so wie früher. Die brauchen wir nicht irgendwie auflösen oder anhefeln oder sowas, sondern einfach mit dem Teig geben. Und dem Teig lieber noch genügend Zeit lassen, dass es schön reifen kann. Ich kenne das so mit diesen Mehlhäufchen, dieser Mulde, wo man dann das Ei reinmacht und die Milch und die Hefe reinbröckelt. Das hier ist ja geht auch, fire and forget. Aber man muss dann relativ lang kneten von Hand und das ist wirklich richtig anstrengend. Aha. Und das ist ganz wichtig. Ein großer Grund, dass der Teig einfach gut wird und das Gebäck toll wird, ist, dass man diesen Teig ausreichend knetet. Mhm. Und das ist von Hand wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das kann man jetzt so in der Maschine machen? Genau, in der Maschine machen. Das ist einfach nur klar. Wer jetzt Lust hat, da hier Vollgas zu geben, geht auf alle Fälle. Aber die Maschine ist da einfach optimaler. Mhm. Ganz wichtig, der Teig sollte nicht über 25 Grad warm werden. Das war eben das, was du vorher auch schon betont hast. Die 25 Grad Teigtemperatur, die sollten wir nicht überschreiten. Und deshalb habe ich hier kühle, kalte Milch aus dem Kühlschrank, schütte die da rein. Mhm. In einem Hefeteig gehört für mich dazu immer, du darfst mir gerade die Vanilleschote noch auskratzen, ein bisschen Zitrone. Jetzt musst du das aber erklären, weil jetzt denken die Zuschauer vielleicht, oder zumindest einige, so ein Hefekuchen, also ich meine, so ganz ohne ist es doch nicht, oder? Nein, es ist nicht schwer, aber auch nicht leicht. Man muss es einfach richtig machen, muss die richtige Mischung finden und so die kleinen Tricks kennen und dann klappt's. Ganz zentral ist, glaube ich, die Temperatur, oder? Die Temperatur bei der Milch. Das ist das große Webergeheimnis. Ich verwirre damit auch immer die komplette Zuschauerschaft. Ich weiß es, aber das hat seine Berechtigung und ich kann es immer nur wieder predigen. Und eben, wenn es dann doch nicht klappt, dann liegt es meistens an diesem kleinen Quäntchen. Temperatur war zu warm, Teig wird trocken und
dann klappt es nicht. Also wir klären es jetzt eins nach dem anderen. Wir fangen an und haben in einer leeren Schüssel was hinein zu tun. Mehl. Typ 55. Mhm. Auch beim Hefeteig ist wichtig, dass das Mehl nicht zu alt ist. Also es sollte so die optimale Verarbeitungszeit für Mehl haben. Das ist ungefähr 6 Wochen nach dem Mahlen und nicht viel älter wie 6 Monate. Also nicht bitte Mehl kaufen und ewig liegen lassen im Küchenschrank, sondern einfach gucken, dass es von der Zeit passt. Also Mehl kaufen und auch verarbeiten. Ja. Und ein Ei gehört natürlich rein, bringt uns Bindung. Für so ein Hefestreusel, Zwetschgenstreusel oder auch die Dresdner Eierschecke muss der Hefeteig nicht so ganz schwer sein. Das heißt, Butter und Zucker spielen jetzt heute nicht die tragende Rolle. Machen wir gerade ein Päuschen, mal in aller Breite nochmal. Wir machen Zwetschgenstreusel. Juhu, Zwetschgen. Und wir machen die Dresdner Eierschecke. Ja, Schecke, nicht Schnecke. Das ist eine Spezialität. Du bist die Schnecke und wir machen die Schecke. Ja, okay. Das ist auch nicht schlecht. Also, Ei ist im Mehl, Butter ist dazugekommen, schon ein bisschen weich, soll so sein. Ja, dann mischt er sich schöner unter das Mehl. Mhm. Salz, immer abgewogen, nicht in der Prise, 2% aufs Mehl. Mhm. Dann Honig. Wir hatten das erfunden mit diesen Prozenten und diesen Abmessungen. Ist Backen ist rechnen. Also Backen ist nicht irgendwie, ich schütte was zusammen und dann passt und dann schmeckt, sondern Backen funktioniert nur, wenn die Formeln zueinander stimmen. Butter zu Mehl, Milch zu Salz und so weiter und so fort. Okay, also und 18 Gramm Salz in dem Fall. Wir haben heute echt moderne Hefen, also das heißt triebstarke Hefen, nicht mehr so wie früher. Die brauchen wir nicht irgendwie auflösen oder anhefeln oder sowas, sondern einfach mit dem Teig geben. Und dem Teig lieber noch genügend Zeit lassen, dass es schön reifen kann. Ich kenne das so mit diesen Mehlhäufchen, dieser Mulde, wo man dann das Ei reinmacht und die Milch und die Hefe reinbröckelt. Das hier ist ja geht auch, fire and forget. Aber man muss dann relativ lang kneten von Hand. Und das ist wirklich richtig anstrengend. Aha. Und das ist ganz wichtig. Ein großer Grund, dass der Teig einfach gut wird und das Gebäck toll wird, ist, dass man diesen Teig ausreichend knetet. Mhm. Und das ist von Hand wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das kann man jetzt so in der Maschine machen? Genau, in der Maschine machen. Das ist einfach nur klar. Wer jetzt Lust hat, da hier Vollgas zu geben, geht auf alle Fälle. Aber die Maschine ist da einfach optimaler. Mhm. Ganz wichtig, der Teig sollte nicht über 25 Grad warm werden. Das war eben das, was du vorher auch schon betont hast. Die 25 Grad Teigtemperatur, die sollten wir nicht überschreiten. Und deshalb habe ich hier kühle, kalte Milch aus dem Kühlschrank, schütte die da rein. Mhm. In einem Hefeteig gehört für mich dazu immer, du darfst mir gerade übernehmen. Du musst es aber auch schaffen. Und ja, klar, schaffst du es jetzt. Ach, und irgendwie. Ich bin doch da, mach dir keine Sorgen. Hast du ein pädagogisches Nachschlagewerk gelesen für diese Sendung, weil du mich so jetzt heute so hier enorm geschickt führst? Ja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ich habe ein bisschen Zitrone rein, Masse kräftig rühren und voilà, Quarkmasse ist fertig. Also hier ist es halt schon bedenklich dünn, meiner Einschätzung nach. Ich würde es jetzt auch nicht mehr weiter. Ich würde es jetzt drauflegen und den Rest von Hand ein bisschen hin freemen. Also habe ich es jetzt geschafft? Ja. Soll ich dir einen Trick zeigen oder willst du es alleine probieren? Nee, Trick ist immer gut. Aber ich lege es zusammen. Aha. Leg's in das Eck. Ah, das ist aber ein guter Trick. Und leg's wieder auseinander. So. Und jetzt machst du den Rest von Hand und guckst, dass du es überall einigermaßen gleichmäßig hinbringst. Okay. Okay, jetzt mache ich noch unsere Buttermasse. Die ist auch nicht wirklich complicated. Nicht schwierig. Keine englischen Anglizismen. Also so ein bisschen wird das nachher Sie erinnern, optisch. Sie können es ja leider nicht probieren, dann müssten Sie es selbst erstmal nachbacken, an Butterkuchen. Und das ist auch eigentlich so, ich sag mal, die kleine Schwester der Butterkuchen von der Dresdner Eierschecke. Der Butterkuchen ist die kleine Schwester von der Dresdner Eierschecke. Also eins ist richtig und das kann man, ich will jetzt nicht sagen, dass der Butterkuchen die kleine Schwester ist. Es kommt alles irgendwie aus dem Norden. Es ist nicht typisch süddeutsches Gebäck, sondern Dresden hört sich ja schon so ein bisschen nach Dresden an. Ja, das ist nicht unbedingt Norddeutschland, aber ja. Von uns aus gesehen ist ja eigentlich alles Norddeutschland. Alles da oben. Ja. Nee, ist so. Nee, so also, Ostdeutschland. Ja, ja. Muss man schon sagen. Um auch hier wieder kurz reinzukommen, ich habe jetzt den Zucker und die Butter vermischt. Die Butter Raumtemperatur. Habe 2 Eier dazugegeben. Und du rührst jetzt ein bisschen die Zucker aus heute. Genial. Du kannst schon mal anfangen, dünne Quarkmasse aufbringen. Dann, aufzutragen? Ja, da kannst du den dann nehmen. Nicht alles, ja, einfach ein bisschen drauf leeren und schön verstreichen. So, um die Masse zu binden, benutze ich Cremepulver. Oh, das macht aber jetzt auch wieder total Spaß. Das ist was für dich, ja. Manche. Also jetzt sollten die Massen eben relativ gleichmäßig aufgebracht werden. Ich tue nochmal meine Eier rein. Dresdner Eierschecke. Sachen gibt's, gell?
So, und das, am Rand würde ich immer ein bisschen was freilassen. Ein bisschen Rand lassen. Ja, ja, am Rand wird schon eher den Rand lassen. Dann flugst du nicht raus. Ja, zu spät. Hier unten kann ich es noch machen. Hier oben. So, das hier noch ganz kräftig schlagen. Jetzt habe ich noch übrig. Fertig. Für zwei. Nicht zu dick drauf. Nicht zu dick. Nicht zu dick. Don't do it. So.